Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die IKEA Kallax Regale einbauen und somit natürlich auch den Einsatz richtig in dem Wandregal montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich das Regal schon mal richtig aufgebaut und vor allem auch mit den speziellen Winkeln an der Wand befestigt. Falls du übrigens auch solche Befestigungen hast und hier oben jetzt deine Schubladen einbauen möchtest, dann musst du zuvor unbedingt diese Blende herunternehmen, da sonst der Einsatz nicht richtig passt. Bei mir ist das aber nicht der Fall, weswegen ich auch schon mal alle Bauteile für die Schublade am Boden ordentlich ausgebreitet habe, um natürlich einen guten Überblick zu haben. Zuerst einmal müssen wir unseren Einsatz richtig zusammenfalten. Hierfür das Ganze so hindrehen, dass die Rollen auch nach unten zeigen und dann können wir es eigentlich auch schon wie ein U zusammenfalten. Und hier vorne müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass das Ganze noch einmal umgeklappt wird, dass natürlich die Enden hier vorne auch etwas stabiler sind. Danach können wir unsere Schublade auch schon richtig zusammenbauen. Hierfür habe ich mir mal die Front auf den Boden gelegt und da müssen bei den kleineren Löchern hier außen jetzt jeweils ein so ein Schraubdübel hineingeschraubt werden und bei den größeren Löchern, da können wir auch solche Holzdübel mit einem Hammer hineinschlagen. Die Schraubdübel, die können wir jetzt übrigens entweder mit einem Schraubendreher hineindrehen oder was ich auch relativ gerne mache, dass ich mir einen Akkuschrauber zur Hand nehme, den stelle ich mir auf das Drehmoment Stufe 5 und dann sollten nämlich alle Schrauben gleichmäßig stark angezogen sein. Beim Reinklopfen von diesem Holzdübel erkennt man am Geräusch relativ gut, wann der wirklich auf Anschlag drinnen ist und ich habe bewusst kein Holzleim verwendet, dass ich meine Schublade einfach jederzeit wieder auseinanderbauen kann. Falls du trotzdem Holzleim verwenden möchtest, dann einfach hier vorne immer einen kleinen Tropfen draufgeben. Unsere beiden Seitenteile können wir auch schon mal vorbereiten, indem wir diese runden Möbelverbinder einmal zur Hand nehmen und darauf können wir auch so einen kleinen Pfeil erkennen und der Pfeil, der muss jetzt einfach einmal bei diesen großen Löchern Richtung unserer Schraubenöffnung hier vorne zeigen. Dasselbe Spiel mache ich natürlich bei dem zweiten Teil auch und falls wir das Ganze aber irgendwie falsch gedreht haben, dann am besten einfach einen Schraubendreher zur Hand nehmen und wir können diesen Möbelverbinder nämlich auch schon ganz einfach noch nachjustieren. Wenn auch das passt, kann ich mein Seitenteil mal auf die Front hinaufgeben, dabei nur darauf achten, dass auch der Möbelverbinder nach unten zeigt und dann gebe ich das Ganze, wie gesagt, einfach mal hier drauf, eventuell etwas hin und her wackeln bzw. von hier oben drauf klopfen, dass natürlich der Holzdübel auch in das Loch richtig hineingeht. Dasselbe Spiel machen wir auf der anderen Seite genauso. Um das Ganze jetzt noch etwas fester zu ziehen, haben wir diesen Möbelverbinder und da muss ich einfach mal mit dem Schraubendreher hier unten reingehen und dann circa eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn das Ganze festziehen, bis es wirklich nicht mehr weitergeht. Und somit haben wir nämlich auch schon eine sehr stabile Verbindung zwischen den zwei Bauteilen hergestellt. Als nächstes den Boden von der Schublade einmal in die Einkerbung bei unserer Front hier unten einsetzen, dass die weiße Seite natürlich auch nach oben zeigt. Das Endteil dann so aufsetzen, dass die Einkerbung auch wieder bei unserem Schubladenboden hier hinten wirklich schön drauf sitzt und natürlich hier vorne auch die Seitenteile in diese Aussparungen hineinpassen. Und damit die Verbindung anschließend nicht mehr auseinandergehen kann, haben wir noch zwei solche Plastikdübel mit dabei. Die können wir einfach mal hier außen in das entsprechende Loch hineingeben, auf der anderen Seite natürlich auch und mit einem Hammer hineinklopfen. Im nächsten Schritt können wir auch schon unsere Schienen einmal richtig rum auf die Schublade aufbringen und hierbei muss man eigentlich nur darauf achten, dass es einmal eine Rechtsschiene gibt und eine Linksschiene und die Räder müssen aber jeweils zu unserem Schubladenende zeigen. Bedeutet, man kann das Ganze eigentlich gar nicht verkehrt herum aufsetzen, weswegen ich auch mal schon den ersten Teil hier anbringe und nun können wir hier außen nämlich das Ganze mit zwei solchen kleinen stumpfen Schrauben befestigen. Die Schublade ist zusammengebaut, weswegen ich abschließend auch noch den Griff hier vorne anbringe. Hierfür einfach von der einen Seite mal die relativ lange Gewindestange durchgehen, bis es per Hand anpackt und natürlich auch wieder festschrauben. Und wir können diese zwei relativ kleinen Plastikdämpfer einmal relativ weit oben in die Ecke noch bei unserer Schublade anbringen, die einfach den Sinn haben, dass die Schublade danach natürlich auch deutlich leiser zugeht. Auch unsere zweite Schublade habe ich mal auf dieselbe Art und Weise zusammengebaut und nun können wir unseren Einsatz auch schon in das Wandregal hineingeben. Hierfür müssen wir zuerst mal diesen mitgelieferten Abstandshalter zur Hand nehmen. Den können wir nämlich auch ganz einfach hier unten auch schon bei unserem entsprechenden Regal einmal anbringen und dann hier hinten eine einfache Markierung mit einem Bleistift machen. Dasselbe Spiel mache ich auf der anderen Seite auch und normalerweise entspricht das Ganze circa 2 cm.
Danach setze ich meinen Einsatz in das Regal ein, achte darauf, dass hier vorne diese beiden Seiten natürlich umgeknickt sind und dass meine Rollen auch nach unten zeigen. Im nächsten Schritt können wir auch schon unseren Einsatz mal mit dem Regal verbinden und hierfür benötigen wir einfach diese relativ kleinen spitzen Schrauben. Davon haben wir insgesamt 4, bedeutet 2 auf dieser Seite, 2 auf der anderen Seite und wir müssen eigentlich nur darauf achten, dass wir unseren Einsatz wirklich mal genau zu der Markierung hier unten geben und das Ganze am besten auch schon etwas gegen das Regal pressen. Mit einem Schraubendreher wirst du hier übrigens nicht glücklich werden, deswegen lieber gleich einen Akkuschrauber zur Hand nehmen. Alles ist vorbereitet, weswegen ich meine Schublade auch schon in das Regal hineingeben kann. Und hierbei muss ich nur darauf achten, dass meine Rolle von der Schublade über die Rolle bei meinem Regal drüber geht und dann das Ganze am besten noch leicht hier vorne nach oben anheben und schon fällt das Schubladenteil nämlich wirklich von alleine schon hinein. Dasselbe Spiel natürlich bei der zweiten Schublade auch und somit haben wir jetzt auch schon bei unserem IKEA Kallax Regal 2 solche Schubladen richtig eingebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch in IKEA Kallax Regal in den verschiedensten Varianten bzw. Größen solche Schubladen hier, eine Tür, die ich auch in einem extra Video schon eingebaut habe oder natürlich auch solche speziellen Boxen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.